Mein Name ist Robert Seidel, ich lebe in Berlin, bin Videokünstler im Bereich Film, Installation und Projektion. Ja, mein Name ist Thorsten Bauer, ich bin der Kurator von der Elbphilharmonie Media Wall und wir sind ganz froh, den Robert Seidel gewonnen zu haben, ein international tätiger Künstler, der sehr renommiert in der Welt seine Arbeiten aufführt und in Museen zeigt. Grau ist mein Diplomfilm noch, ist aber der Startpunkt für alles, was danach kam. Sowohl das Filmische als auch die musikalischen Grundlagen und ist auch der Grund, warum ich international dann zu verschiedenen Dingen eingeladen worden bin. Also es ist sozusagen der Ursprung allen Schaffens. Die Thematik des Films ist ein fiktiver Autounfall und die Erinnerungen, die sich danach entfalten. Und dieses aus dem architektonischen, fast schon sakralen Raum der Musik dann wieder rauszutreten in das Leben oder vom Leben in diesen Raum zu kommen. Diesen Übergang trifft es ganz gut. Die Media Wall ist das Begrüßungsschild für Gäste. Ja, im Eingangsbereich ist das erste, worauf sie laufen. Und da muss man natürlich thematisch gucken. Wie ich sagte, Roberts Arbeiten sind sehr in der Transformation begriffen. Da sind die Übergänge ganz wichtig. Sind eigentlich ein sehr musikalisches Konzept dahinter. Ich finde, das passt thematisch gut. Und zweitens richtet sich die Auswahl auch danach, was in diesem Raum gut funktioniert. Er ist sperrig, er ist auch durchbrochen durch die zwei Eingänge und das Ticketportal. Das muss man natürlich wissen. Und es ist auch irgendwo ein Transitort. Und die Frage in der Auswahl war, welche Arbeiten funktionieren da gut? Was kann diesen Raum stützen? Was kann dort interessant wirken? Und dass das hier in so einem Transitraum der Öffentlichkeit zugänglich stattfindet, ist sehr spannend und sehr schön, weil vielleicht sind in diesen Warteschlangen Leute, die sowas noch nie gesehen haben, die dann aber über die Minuten, in denen sich der Film entfaltet, irgendwie gespannt sind. Und der Film findet normalerweise, wenn er als Film gezeigt wird, auch mit Musik statt. Und für mich ist es irgendwie schön, dass er jetzt mit jeder Vorstellung auf die Leute warten werden, irgendwie so eine neue Musikfantasie oder Fantasiemusik potenziell bekommen kann. Und ich bin gespannt, ob und wie sich das alles so entfaltet.